Ich habe wieder was ganz Besonderes für euch. Jeder, der ein Balkonkraftwerk hat oder eine Solaranlage, der kennt das. Das ist ein sogenanntes Solarkabel. Aber schaut mal, da sind noch zwei Anschlüsse dran. Und jetzt zeige ich euch, was ihr damit machen könnt. Solche Wechselrichter, nicht nur von dieser Marke, sondern von anderen Marken natürlich auch, haben ein Problem. Solche Wechselrichter entwickeln Wärme. Je mehr sie produzieren, desto mehr Wärme entwickeln sie. Irgendwann haben sie eine Temperatur erreicht, dann regeln sie die Leistung einfach runter oder sie schalten sogar ganz ab. In einigen Videos habe ich euch schon die Lösung präsentiert, und zwar einfach ein Ventilator an dem Wechselrichter befestigen, mit Kabelbinder dran machen. Betrieben wird so ein Ventilator mit so einem Mini-Modul. Das bedeutet, Stecker rein, ab in die Sonne und schon bewegt er sich. Und jetzt kommt das Problem, denn nicht jeder hat seinen Wechselrichter draußen unter den Modulen befestigt. Mancher hat seinen Wechselrichter einfach in die Garage verlegt, in den Keller oder im Gerätehaus, im Gartenhäuschen drin. Und dafür gibt es diese Lösung. Das heißt, diese Seite wird direkt an den Wechselrichter angeschlossen und von dieser Seite aus kommt das Kabel von den Solarmodulen dran. Und damit kann man hier abgreifen den Strom und dann einen Ventilator anschließen. Also sobald die Sonne scheint, geht der Ventilator an, läuft mit und kühlt deinen Wechselrichter. Jetzt mal ganz ehrlich, Ideen muss man haben.